Nochmal zu meiner Bitte von ein paar Wochen auf Instagram. Zwecks den Imply Dots und Podots. Ich bin zu doof dafür. Niemand ist zu doof für Imply Dots und Podots. Ich raff das nicht. Würdest du dir mal eine Viertelstunde Zeit nehmen, es mal wirklich idiotensicher zu erklären? Ich steige da einfach nicht dahinter. Zum Beispiel mit dem Jivaro hat werden Podots zum Beispiel als 3:1 angezeigt. Dahinter steht beispielsweise 25%. Was sagt mir 3:1 und die 25%? Beeinflusst das vor und nach dem Flop meine Entscheidung? Die Antwort ist ja und ich kann es dir ganz schnell erklären. Einfach so leicht. Guck mal, Hans-Klaus Franz, pass auf. Also erstmal, was sind Pot-Odds und was sind Implied-Odds? Pot-Odds ist einfach das Verhältnis vom Pot zur Bet, die zu bezahlen ist. Das heißt, du nimmst das, was alles im Pot ist. Also pass auf, ich mach dir mal einen Pot. Hier, ich mach dir mal einen schönen lecker Pot. Hier lecker Pötsche. So, hier nochmal sollen wir einen schwarzen oder grünen Pot? Grüne Pot muss immer grün sein. Ein lecker Pötsche. So, hier ist schon mal ein kleiner Pac-Man-Pot. So, den machen wir mal zurück. So. Mal ein bisschen größer. So, hier ist besser, ne? Hier ist ein kleiner, hier, das ist ein Pot. So. So. Und das ist jetzt auch nicht ganz, okay, wir stellen uns einfach vor, dass da ganz viel, was machen wir? Ganz viel Knete ist da drin hier. Da ist pinke, zaz, 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 zaz. Das ist ganz viel Kohle. Ja, ist alles Dollar. Das ist Pac-Man. Das ist Pac-Man, aber das ist Dollar. So. Dollar. Das ist der Pot, ja? Pot. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Pac-Man-Pot. Okay, jetzt sind in diesem Pot, sagen wir mal, $3 drin. Ich kann es einfach ausschreiben. So, ganz easy. Wo machen wir es hier? Da ist der Pinsel. Pinsel, der ist zu groß. Scheiße, der ist zu groß. Okay. Es sind $3 in diesem Pot, Hans-Klaus Franz, okay? Und es ist verlangt von dir, so, jetzt hat jemand, also eigentlich sind sogar nur $2 in dem Pot, weil jemand anders gesagt hat, ich bette $1, ja, das ist $1, ja. Insgesamt sind es $3. Das hier sind $2. So. Das sind $2, das sind $1. Zusammen macht das $3 nach Adam Riese. So, jetzt ist von dir verlangt, dass du $1 bringst auf diesen Pot, ja. Das heißt, du musst jetzt dieses Kuchenstück hier musst du jetzt komplettieren. Da musst du jetzt $1 bezahlen, ja. Du sollst jetzt $1 bezahlen, damit du $3 gewinnen kannst. Was heißt das für deine Pot-Odds? Also, was sind das für Odds? Hier liegen, guck nochmal gerade genau hin. Pass auf, ich unterteile das auch extra für dich. Wie viele Teile seht ihr? Ich bin gespannt. Wie viele Teile hat dieser Pot? 3, richtig. Die Antwort nehme ich schon mal vorweg. So, wie groß ist dieser Teil, den wir reinlegen müssen? 1, ja. Das bedeutet, die Pot-Odds, also das Verhältnis von Pot zu dem, was du bringst, ist 1 zu, ach, come on. Oh, das ist irgendwie, ich habe die falsche Pinsel. 1 zu 3. Das ist das Pot-Odds-Verhältnis, ja. Das sind die Odds. Du musst einen Teil bringen, um 3 zu gewinnen. Was bedeutet das aber für deine Gewinnchance langfristig? Wenn du jetzt einen Teil bringen musst, um drei Teile zu gewinnen, ja, wie müsste dein Gewinnverhältnis aussehen? Wie oft solltest du gewinnen, damit du plus minus null läufst, damit du keinen Verlust machst? Weil es kann ja sein, dass du jedes Mal einen Dollar bezahlst und nicht genug zurückbekommst langfristig. Wenn du jedes Mal einen Dollar bezahlst, um 3 zu gewinnen, wie oft muss das funktionieren? Überleg mal, wie oft muss das funktionieren? Wer kommt drauf? Du kennst die Antwort. Du bist Mathestudent. Sorry. Weg, weiche. Der hat auch Mathe-Stücke. Kurzer Einwand. Wie oft muss das funktionieren? Ich will, dass der Hans-Klaus Franz das sagt. Wie oft muss das funktionieren, wenn ich einen Dollar reinlege, um 3 zu gewinnen? Damit ich langfristig keinen Verlust mache. Also ich kann das auch so, pass auf, wir machen das anschaulich. Oh, ja. Hier, du nimmst $3. Damani nimmt $3. Und er sagt mir jetzt, hey Felix, ich habe hier $3 für dich. Und du musst mir $1 bezahlen, ja, damit du diese $3 gewinnen kannst. So. Wie oft muss ich diese $3 gewinnen können, damit ich nicht keinen Verlust mache? Ich zahle ihm jetzt einmal $1, ja, und ich gewinne nicht. Ich zahle ihm nochmal $1, ich gewinne nicht. Ich zahle ihm nochmal $1, ich gewinne nicht. Wie viel habe ich investiert? $3. So, das heißt, spätestens beim vierten Mal muss ich alle diese 4 von ihm zurückbekommen können, damit ich keinen Verlust gemacht habe. Dann habe ich meine $4 zurück, die ich investiert habe. Ja, ich habe ihm mal $1 gegeben. Und beim vierten Mal spätestens muss ich alle 4 zurückbekommen, ja, dass ich da kein Verlust mache, plus minus null bin. Und das kannst du auf die Pot-Odds übertragen. Das heißt, 1 zu 3 bedeutet, siehst du ja auch hier an dem Verhältnis, 1, 2, 3, 4 Teile. 4 Teile, ja, das ist ein Teil. Also ist das hier 25, oh, ist zu groß, scheiße, kleiner, 25%. So, und jetzt ist der Mind, jetzt sind alle Minds blown. Felix? Ja? Bob Ross wäre stolz auf dich. Ja, ne? Bob Ross wäre stolz. Also, habe ich gut erklärt, oder? Habe ich das gut erklärt, Freunde? 25%. Jetzt klar.
Er hat gesagt zweimal. Nein, zweimal ist nicht richtig. Wenn ich ihm zweimal einen Dollar gebe und ich dann aber die 4 Dollar gewinne, mache ich sogar Gewinn. Das natürlich, dann ist es natürlich profitabel für mich, das stimmt. Aber ich habe ja gefragt, wie viel muss ich ihm zahlen, damit ich am Ende plus minus null laufe. Mindestens plus minus null. Ich will ja wissen, wie oft ich investieren darf, damit ich keinen Verlust mache. Ich will ja nur wissen, wo ist die Grenze. Ja? Und auf Poker überträgst du das mit der Gewinnchance, mit der Equity. Das heißt, jetzt überlegst du dir, okay, ich brauche 25% Gewinnchance, mindestens 25% Gewinnchance, damit ich Gewinn mache. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, ich brauche sogar mehr als 25%, damit ich Gewinn mache. Wenn ich genau 25% habe, mache ich keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust. Dann bin ich plus minus null, bin ich pari. Ja? Naja, eigentlich verlierst du dann die Rake. Richtig, aber der Rake ist ja im Pot, der Rake ist ja im Pot immer schon eingerechnet. Also die Pot. Nein, kannst du bitte die Rake im Pot auch noch einzeichnen? Bitte? Was? Den Rake, achso, hier ist der Rake, ja, genau so, hier. Ganz den Rake anzeichnen, ja, bitte. Das ist ja, ja, wir machen ja Cash Game hier. Maximal 4% oder was denn? 4 Dollar, ne, 4 Rake. Das ist eine Schaufel hier. Oh mein Gott. Nein, das ist eine Schaufel. Das ist eine Schaufel, ihr Autos. Der Rake ist natürlich beim Pot schon eingerechnet. So, mit Ante müssen es ja 33% sein. Naja, die Ante wird ja auch in den Pot eingerechnet. Die Ante ist ja dann hier auch schon, hier ist ja, pass auf, das ist dann die Ante hier. Der Teil ist dann die Ante, oder? Genau. Oder das ist die Ante, die ist ja schon drin im Pot. So, ganz kurz dazu. Muss man bei Pot-Odds denn nicht später noch schon die erbrachten Einsätze mit reinbringen? Nein, das ist genau der Fehlgedanke. Eure Einsätze sind Investment, die ihr macht, um den aktuellen Pot zu gewinnen. Die haben mit dem Pot nichts zu tun. Die müsst ihr, wenn ihr die in den Pot reinrechnet, müsst ihr die am Ende auch wieder rausrechnen. Das heißt, wenn ihr den Pot gewinnt, zieht ihr die wieder ab. Also macht es keinen Sinn, sie reinzurechnen. Also die brauchst du gar nicht reinzunehmen in die Berechnung. Das, was du investierst, kriegst du ja automatisch wieder zurück. Das heißt, das ist ja... Das ist dann der Nettogewinn. Ist egal, das spielt keine Rolle. Du musst nur den Pot, der da draußen ist, den musst du berücksichtigen. Ja? Also, jetzt klar, Hans-Klaus Franz, hast du es gecheckt? Jetzt haben es wahrscheinlich alle, jetzt müsst ihr alle gecheckt haben. Also, wer es jetzt nicht gecheckt hat, gut, jetzt machen wir noch die Implied Odds. Implied Odds war ja auch noch die Frage. Gut, ich brauche vielleicht doch 15 Minuten. Nicht gedacht. Okay, Implied Odds. Wir ziehen mal dieses schöne Pot Odds Gebilde etwas rüber hier. Und jetzt ist die Frage, wie kann man am besten Implied Odds veranschaulichen? Jetzt stellen wir uns mal vor, das ist der Pot, ja? Aber der Mann hat nicht nur diese 3 Dollar, sondern er hat vielleicht noch 97 Dollar dahinter. So, in seinem Stack. Das ist sein Stack. So, das ist der Stack, ja? Das ist sein Stack. Vom Bösewicht, vom Villain, ja. Und wir haben 100 Dollar dahinter. Wir haben so richtig viel Para, ja. Wir covern ihn sogar, wir haben mehr als er. Und er hat 97 Dollar dahinter. Und wir müssen jetzt ein Teil investieren, um 3 Teile zu gewinnen mit 25%, ja. Aber wir schätzen jetzt, sagen wir mal, dass unsere Gewinnchance gar nicht bei 25% liegt, sondern wir schätzen, sie liegt vielleicht bei 18%. Oder wir schätzen, sie liegt vielleicht sogar nur bei 9%. Oder wir schätzen, sie liegt sogar nur bei 5%. Oder was auch immer. Sie liegt auf jeden Fall weit unter 25%, weil all diese Zahlen sind offensichtlich nach Adam Riese kleiner als 25%. Ja, das ist klar. Jetzt bedeutet das, wir müssen überlegen, okay, eigentlich, wenn wir jetzt einen Dollar investieren, wenn ich zu dem Damani hier, ich gebe dem Damani jetzt hier die 3 Dollar, so genau, ich mache es wieder anschaulich, schön anschaulich. Kurze Erklärung, Damani hat 3 Dollar, aber er hat nicht nur die 3 Dollar, er hat auch noch voll viel Kohle dahinter. Ja, aber die will er mir noch nicht geben. mit dem Fächer, dass ich nur die Luft zu. So, und ich sage jetzt, ey, ich muss ihm jetzt diesen Dollar geben, aber ich glaube, ich habe die 25% nicht, die ich brauche, ja. Ich habe viel weniger, ich habe nur 18, ich habe nur 9, ich habe nur 5. Dann sage ich, aber der Damani, der hat noch richtig viel Para dahinter. Wenn ich dem jetzt den Dollar gebe, ja, und ich sage jetzt, hey, ich habe aber jetzt Backdoor Flush gemacht. Gib mir alles! Nein! Alles! Dann habe ich, was wir nennen, Implied Odds. Ja, dann habe ich halt viel Kohle gewonnen, obwohl ich nicht die korrekten Pot Odds hatte, um zu callen. Also ich hätte, mathematisch gesehen, hätte ich ein Verlustgeschäft gemacht, weil ich ja nicht richtig investiert habe mit dem Dollar. Ich habe ja keinen Gewinn gemacht. Aber ich konnte, weil Damani halt so unaufmerksam war, er hat den Backdoor Flush nicht gesehen, hat dann seinen Aces trotzdem weggesteckt, hat gesagt, ey, ich gebe dir all mein Geld mit den Aces, weil ich habe Aces, habe ich jetzt diese ganze Kohle gewonnen. Und das ist halt viel mehr als das, was ich eigentlich, erhofft hatte zu gewinnen, und es ist vor allen Dingen nicht unprofitabel für mich jetzt gewesen. Das ist aber schwierig, das kann man nicht immer quantifizieren, weil du weißt ja nicht, wie viel Kohle du tatsächlich bekommst. Jetzt stell dir vor, der Flush kommt an und der Damani sagt dann hier, der hat die ganze Kohle. So, das wäre das Schlimmste. Worst-Case-Szenario ist, ja, Damani hat hier die 3 Dollar, so. Das ist der Pot. Das ist der Pot. Und ich sag so, ich zahl dir den Dollar, weil ich will diese Kohle da. Und jetzt kommt mein Backdoor-Flush, aber der Damani sagt jetzt,
Nö, ich fold jetzt meine Aces einfach. Du kannst mich mal. Ich geb dir nichts mehr. Und dann steckt er die Kohle ein. Jetzt kriege ich meine 4 Dollar zurück, aber dann habe ich ein Verlustgeschäft gemacht. Ja? Also Implied Odds, also das, was ich noch gewinnen kann an Kohle dahinter, das muss ich realistisch einschätzen können. Und das braucht Erfahrung. Da brauchst du halt einfach Erfahrung, in welchen Spots du denkst, wenn dein Draw ankommt oder wenn du deine Hand machst, wirst du dann noch Kohle bekommen. Zum Beispiel, es ist immer schwierig, Kohle zu bekommen, wenn der Flush ankommt. Wenn offensichtlich der Flush ankommt, ist es schwierig, Geld zu kriegen, weil dann die Leute eh sehen, da ist ein Flush. Gegen einen schwachen Spieler, zum Beispiel hier, wenn der Damani halt so einen vollen Stack hat, ja, und der Flush kommt an, ja, dann würde ich sagen so, hey, von dem kriege ich die Kohle. Nein, der Damani wird mir niemals die Kohle geben. Wenn der Flush ankommt, würde ich sagen, hey, ich fold. Und das ist halt was man berücksichtigen sollte. Ist halt nicht so einfach zu berechnen wie die Pot-Odds, genau. Muss man auch sagen. Das stimmt. Jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen und könnte sagen, okay, ich zahle ihm jetzt den Dollar, weiß auch, dass ich vielleicht nicht so oft gewinne und er hat noch so viel Kohle dahinter, aber auf bestimmten River-Karten bluffe ich ihn jetzt sogar noch raus. Das heißt, wenn ich ihn dann noch rausgeblufft kriege, sind das Implied-Odds, die ich mir aufs Bluffen sogar noch anrechnen kann. Aber es ist zu viel spekuliert. Also da musst du sehr viel spekulieren und sehr viel Erfahrung für brauchen. Das ist ganz, ganz schwierig. Also das kann man so nicht quantifizieren. Es gibt noch Reverse-Implied-Odds, richtig. Okay, Reverse-Implied-Odds. Du hast die ganze Kohle, ja? Also wir schreiben das gerade dazu. Was sind Reverse-Implied-Odds? So, hier, jetzt kommt das nächste Thema. Reverse-Implied-Odds. So, ganz groß. Kann man es ganz, ist ganz klein. Okay, Reverse-Implied-Odds, was ist das? Das ist so ganz, ganz schlimm. Das ist so... Danger. Danger, so. So, was kann man ja Feuer machen? So, nein! So, ich will keine Reverse-Implied-Odds haben. Was heißt das? So, Damani hat wieder den Pot von 3 Dollar. Ja. Und die ganze Kohle. Wir müssen uns jetzt die Kohle leider teilen. Ich brauche auch die Kohle. So, wir haben gleich viel Kohle. Er hat diese Kohle, ich habe diese Kohle. Und die ist gleich viel, ja. Und hier ist der Pot. Und hier ist der Pot. Und ich sage jetzt, hey Damani, ich zahle dir den Dollar, weil ich will nämlich meinen Flush machen. So, okay, jetzt mache ich meinen Flush. Jetzt gehe ich all in. Und der Damani sagt, sorry Flix, ich habe einen Nut Flush oder ich habe einen Straight Flush gemacht. Oder ich habe, oder noch schlimmer, ich mache meinen Flush auf dem River und auf dem River pairt sich das Board mit der Flushkarte. So, das heißt, jetzt mache ich meinen Flush, das Board ist aber gepairt und ich sage jetzt trotzdem, all in. Hier, ich habe den erstmal muss ich den Dollar zahlen. So, Pot. Jetzt sage ich, all in. Und dann so, auch all in, ich habe Full House. Na scheiße, jetzt habe ich die ganze, jetzt habe ich gar nichts gewonnen. Jetzt habe ich alles verloren, obwohl ich den Dollar investiert habe und obwohl ich gedacht habe, hey, ich gewinne noch mehr Kohle, wenn ich jetzt den Dollar investiere, aber ich habe alles verloren. Und das ist Reverse Implied Odds. Also du investierst in ein Geschäft, wo du nicht sicher bist, ob du am Ende die beste Hand machst und ob du nicht sogar noch vielleicht noch mehr Kohle verlierst. Ja? So, jetzt haben wir es, glaube ich. Anschaulicher geht es nicht mehr. Nicht anhand der Odds, aber vorher bei der Hand war das ja Preflop so vielleicht auch in dem Zusammenhang zu sehen. Ne? Welche Hand war das? Mit dem König Bube. Ja, genau, hier. Perfektes Beispiel. Na gut, also... Also war ja Preflop, weil der Open Raiser Preflop halt schon eine Range hat, die uns dominiert halt. Deswegen. Ja, das stimmt. Also wenn du hier den Call machst vor dem Flop, du callst die 60, um dir schön lecker Flop anzugucken, ja, und dann passiert folgendes, du triffst Top Pair und denkst dir so, ja, ist doch nice, ist doch schön, ist doch gut, bettest einfach fröhlich weiter durch, machst sogar zwei Paar auf dem River und denkst dir, ach, das Investment von den 60 hat sich ja schon rentiert, aber jetzt geht der Mann hin und raced dich und du denkst dir so, naja, ich habe zwei Paar, sollte ja eigentlich gut sein, ich habe ja meine Hand gemacht, jetzt darf ich eigentlich nicht folden. Und dann callst du und dann zeigt der Mann dir die bessere Hand. Und das kann dir halt mit so einer dominierten Hand wie König Bube öfter passieren. Deswegen ist das Preflop-Investment schon behaftet von sogenannten Reverse-Implied-Odds. Also das, was ich Preflop bezahlt habe, hat mich schon in eine Situation gebracht, wo ich eigentlich nicht viel gewinnen, aber sehr viel verlieren kann. Und das ist das Thema der Reverse-Implied-Odds. Da geht es um Reverse-Implied-Odds bei. Super, das ist relativ gecheckt. Ich werde mir das trotzdem noch ein paar Mal in der Wiederholung reinziehen. Was mir noch nicht ganz klar ist, was hat das 1:3 mit den 25% zu tun? Guck dir das Video nochmal an, ja. Aber ja, also pass auf, 1:3 oder 3:1. 3:1 ist besser. Guck mal, 1, 2, 3, genau. 3. Ist auch geil. Ein Teil, drei Teile. Das bedeutet, wenn du einen Teil für 3 gewinnen musst, das ist der ganze Kuchen, ja? Der ganze Kuchen ist 100%. Das sind 100%. Das hier sind 25%. Wie viel sind dann die drei Teile? Richtig, 75%. Das bedeutet, insgesamt hast du 100%, also 25% ist dieser Anteil. Entschuldigung, ich habe es umgekehrt gesagt. Der ganze Teil sind 100%, dieser Teil sind drei Teile, also 75%. Was bleibt übrig? 25%. Also brauchst du 25%. Okay, pass auf. Jetzt pass auf. Hans-Klaus Franz, jetzt wird es ganz schwierig. Jetzt machen wir Advanced Exercise. Advanced Exercise. Wir haben hier einen Pot, der ist groß, der ist riesig groß. Ja?
Okay, Riesen-Pac-Man-Pot. Das ist der Pot. Ja. Der Pot ist 7 Dollar groß. 7. 7 Dollar. Und wir müssen 1 Dollar bezahlen. So, 1 Dollar. Okay, falsch rum. Nochmal. Okay. Wie viel Prozent Gewinnchance brauchen wir? Preisfrage. Seid ihr euch wirklich sicher, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht? 12,5% richtig? Sag mal gerade, stimmt das? Okay. 12,5% ist die Antwort. Super, sehr gut. Alle, die 12,5% gesagt haben, ist richtig. Warum? Weil wir müssen 1 zu 7 rechnen. Das bedeutet, wir haben insgesamt 1 zu 7 bedeutet in einer mathematischen Form 1 durch 8. Also ein Achtel. Ja, du musst quasi 1 durch 8 teilen, weil der ganze Kuchen sind ja, jetzt bin ich davor, der ganze Kuchen sind ja 8 Teile. Du hast ja hier einen Teil und da einen Teil, das sind ja 8 Teile. Also musst du 1 durch 8 rechnen, okay? Man kann auch sagen, der Nenner, also was unten steht, richtig, mit den Odds zusammen addieren. Plus 1. Man kann auch 1 durch 1 plus Pot sagen. 1 durch 1 plus Pot könnt ihr einfach rechnen. Aber jetzt wird es, glaube ich, zu matt. Ja, ich glaube auch, okay. Ja, dann können wir noch die Konvergenz der Folge, konvergiert eigentlich 1 durch 1 plus N? 1 durch 1 plus n? 1 durch 1 plus n. Das ist ja eine Asymptote dann mit der 0, ne? Weil 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Was gibt's denn jetzt direkt? Da muss ich direkt nachgucken. Ja, klar. N gegen unendlich. Du hast den Limes, n gegen unendlich? Ja. Aber lassen wir das. Ist geil, ist geil. Ihr seht schon, die Mathe-Nerds sind natürlich. Sollen wir euch alleine lassen? Ja, genau, lasst uns mal alleine. Wir nehmen uns ein Zimmer, ein Mathezimmer, aber nur mit Tafel. Keine Bett, nur Tafel. Zwei Mathematiker, dann können wir uns ein Zimmer nehmen. Ja, ich brauche eins mit Tafel. Bett können sie raustun. Wir brauchen nur Tafel.